Na, dann komm mal runter hier. Was? Das sind Mäusezähne, guck mal. Ja, hallo, ich bin der Vari und ich habe wieder eine neue Kamera zur Verfügung gestellt bekommen von Siomor. Das ist die CY50. Packen wir sie erstmal aus. So, Siomor CY50. Ich weiß nicht genau, wie Siomor das handhabt mit den Typenbezeichnungen. Die 55 hat mir ja nicht so gefallen. Das war, naja, eine ähnliche Bauform, auch nach vorne auf. Aber die Bildqualität hat mich nicht, hat mir nicht gefallen. Und deswegen hatte ich die auch verlost gehabt. Der Kasi hat die, glaube ich, bekommen. Der Gewinner hatte die dann mit einer Nahlinse ausgestattet und ist sehr zufrieden mit den Ergebnissen gewesen. Hat mich gefreut. Bedienungsanleitung in mehreren Sprachen. Wir haben auch Deutsch mit dabei, für einige sehr wichtig. YouTube, Facebook, den Code scannen. Aha, ich dachte schon, hier ist Wi-Fi mit verbaut. Ist anscheinend nicht. Also gibt es keine App. Gut, okay. Gucken wir mal rein. Ja, eine Tüte aus Plasse wieder. Das ist jetzt das gute Stück. Die Kamera selbst sieht ein bisschen klobig aus. Accessoires. Mit dabei ist wie immer ein Geräte-USB-Kabel. Eine Wandhalterung und diesmal sind auch Batterien mit bei. Gassner, okay. Und natürlich der Gurt. Sprachmenü rein. Ich gehe natürlich auf Deutsch. Indonesisch haben diese Kameras meistens nicht. Hoch runter. Muss ich Menü drücken? Nee. Achso, okay. Das ist das. Ja, okay. Okay, jetzt fragt er gleich nach Speicherkarte formatieren. Ja, mach mal. Formatiert. So, Modus. Ich nehme natürlich wieder Foto und Video, ist klar. 5 Megapixel ist in Ordnung. 1080p. Videolänge. Ich gehe immer 25 Sekunden. Kann ich nicht einstellen. Also nehmen wir 20. Fahrradspeicher. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Aus, ein. Videolänge. Fahrradspeicher. Okay, ich schalte mal in der Sprache um auf Englisch. Mal sehen, was hier steht. Ach, das ist bestimmt Cycle. Nee, Cycle Store. Ah, ja, okay. Das ist Bicycle, Cycle. Ich denke mal, das ist einfach nur Loop. Gut, okay. Fahrradspeicher. So, Empfindlichkeit. Die IR-Helligkeit. Highlight, Normal, Ökonomie. Warum nicht automatisch? Lass mal auf Normal. Überwachungszeitraum brauche ich nicht, Zeitraffer brauche ich nicht. Ach so, dann ist Fahrradspeicher ist überschreiben, ein und aus, Sprache, Datumsformat, Einstellung der Zeit und Datum habe ich, Seriennummer off, Einheit der Temperatur, Grad Celsius, Piepton off, das nervt. Audioaufnahme an, Zeitstempel Tag, Datum und Logo,
Passwortschutz natürlich. Wenn die mir einer klaut, soll er nicht so schnell Freude dran haben. Formatieren haben wir schon. So, damit ist meine Kamera eingestellt. Ich schalte die jetzt auf On. Kommt hier ein Counter. Achso, hier muss noch die Folie ab. Sonst sieht man ja nichts. Diese Folien kommen natürlich in meinen Rucksack rein. Ich möchte nicht, dass hier Müll rumliegt im Wald. In der Kamera sind 36 LEDs verbaut, die glühend sind, rot sind 850 Nanometer LEDs. Die Kamera speichert in AVI. Hat Vorteile, hat Nachteile. Ich muss AVIs immer konvertieren. Aber AVI hat auch noch Vorteile. AVI hat nämlich eine kleinere Kompressionsrate als MPEG oder MOV und daher kommt so eine Kamera dann auch mit etwas langsameren Speicherkarten zurecht. Das ist zwar dünnes Plastik, das bricht sofort ab, wenn hier einer dran zieht und wirkt, aber es schreckt trotzdem ab. Dann sehen wir uns diesmal gleich schon in der Woche wieder. Dann werden wir in der nächsten Sequenz sehen, was da drauf war. Wieder zurück bei der Ziomor CY50. Die hatte ich jetzt eine Woche etwa hier zu hängen. Gucken wir mal, was drauf ist. Ich bin gespannt, wie die Qualität von der ist. Weil laut Produktnummer sollte sie ja ein Vorgänger von der 55 sein und von der war ich nicht so begeistert. Die Qualität war nicht so berauschend. Die habe ich gar nicht angemacht. Nein, Quatsch, Blödsinn, die war an. So. Bitte warten. Okay. Passwort. Batterie dann ganz schön abgenommen. In der kurzen Zeit. Achso, sind nur 700 Aufnahmen. Was ist denn hier passiert? Das bin ich selber. Schon 20 Aufnahmen lang. 30. Bist du alles? Nee, ich habe hier schon eingeräumt. So, jetzt. Was war das? Hättest du vielleicht Lust auf Marken? Ich nehme auf. Ich nehme auf. Okay. Das hat den Vorteil, da werde ich wahrscheinlich die letzte Nacht verbringen, weil ich muss ja morgen um 7 Uhr an der Fähre sein. Da kann ich ja nicht so unheimlich weit weg. Also das, was ich so im ersten Moment sehe, ist okay. Haut mich nicht vom Hocker. Das sind Mäusezähne, guck mal. Hey, yo. Siehst du das da? Das sind genau zwei Zähne. Nee, ohne Brille sehe ich es leider nicht. Ach so. Das ist ja geil. Leider, da hier unten auch. Ach so, ja, er hat was geknabbert. Hier unten hat es ja auch mehrmals probiert. Hier. Ja. Ich bin reingerissen und gesagt, ah nee, Alter, lass mal mitkommen. Also das Plastik von dieser Kamera, das macht einen ziemlich stabilen Eindruck. Also besser als bei den anderen Ziomor. Aber ich kann mir von der Aufnahmequalität her kein Bild machen. Ich muss mir das erst am großen Monitor ansehen. Ich muss mir das erstmal am großen Monitor ansehen und kann mir dann erst eine Meinung bilden. So. So,
Die Siomor CY50. Ich habe mir die Aufnahmen jetzt am Monitor angesehen und muss sagen, wie sage ich das vorsichtig? Die sind kacke. Also ich weiß nicht, warum ich so eine Kamera testen soll. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was die für ein Baujahr ist. Gucken wir mal einfach rein ins Menü, weil wo man das Datum einstellen kann, machen die meisten Hersteller das Herstellungsjahr als kleinstes Datum, was man einstellen kann. Ja, ist natürlich toll, sieht man mich selber. So, Menü. Sowas finde ich immer schlecht. Da ist im Menü ist die Kamera als Hintergrundbild. Das ist für Leute, die anfangen, ihr Augenlicht pflegen zu müssen, ist es unglaublich schwer, das zu lesen. Das macht dann einen grauen Hintergrund, blau, grün, irgendwas, Hauptsache man kann es lesen. Also das hier ist immer Fahrradspeicher, ja. Einstellen der Zeit. Gucken wir mal da rein. 19, 18, 17, 16, 15, 14. Ja. 2008. 2008? Im Ernst? 2008? Das wären 14 Jahre. Und dass der winzige Sensor, der verbaut ist, dass der aus 2008 ist, das kann ich mir vorstellen. Ja, also Siomor. Die Kamera hier ist veraltet. Aber was macht man jetzt mit sowas? Wenn man die auseinander nimmt und die Teile wieder verwenden möchte, das kostet unglaublich viel Kohle. Wegschmeißen, verbrennen? Das ist scheiße für die Umwelt. Das ist schlecht für die Umwelt. Also wenn hier ein Software-Update gemacht wird, dass die Framerate vielleicht ein bisschen kleiner gestellt wird, damit die Qualität höher wird, dann denke ich, kann man die noch für Einsteiger verkaufen, beziehungsweise für Leute, die ihren Hinterhof beobachten wollen. Aber mir ist ja auch noch was anderes aufgefallen, was ganz schlecht ist. Ich habe auf der Karte innerhalb von 4 Tagen fast 800 Aufnahmen gehabt. Aber nur auf ganz wenigen erkennt man was. Und dann ist mir irgendwann bewusst geworden, diese Aufnahmen sind viel zu spät ausgelöst, weil es haben sich Objekte bewegt. Ich habe ein bisschen Biobrot verteilt, ein paar Apfelscheiben habe ich verteilt, die sind bewegt worden, das sieht man auf den Aufnahmen. Das lag auf der Stelle in der Aufnahme und dann lag es auf der Stelle in der Aufnahme. Aber es ist nichts zu sehen, was da passiert ist. Die Kamera löst irgendwann aus, fährt die Software hoch, startet alles Mögliche, fängt an aufzunehmen und in der Zeit ist das Tier, was sich davor bewegt hat, schon längst weg. So, jetzt zu euch. Wenn jemand von euch diese Kamera haben möchte, um damit zu experimentieren, vielleicht auch die auseinanderzunehmen, die LEDs auszulöten, was ich ja auch ab und zu mal mache und für andere Sachen verwenden möchte, weiß man ja nicht. Man kann ja daraus auch einen Zusatzscheinwerfer für eine bereits angebaute Wildkamera verwenden. Umbauen. Jetzt habe ich eine Idee. Später. Schreibt unten in der Beschreibung Raute CY50. Dann weiß ich, dass ihr die haben wollt. Wenn es mehrere sind, dann lose ich das wieder aus. Übrigens, was mir gerade auffällt, was ein Pluspunkt ist, aber der eigentlich jetzt nichts mehr bringt. Die Rückseite mit den Schrauben, da sind überall Gummipropfen drauf, um die Schrauben zu schützen. Gut, das bringt jetzt auch nichts mehr an dieser Pluspunkt, aber okay. Also, externer Anschluss ist da für 6 Volt. Geräte USB, dieser große Stecker, der früher auch so an den MP3-Playern dran war, an den ersten und an Scanner und sowas. Jetzt verabschiede ich mich aber endlich mal nach dem vielen Gelaber. Meine Videos kommen immer freitags um 12, wenn es keine technischen Probleme gibt. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute, bleibt gesund. Wir sehen uns dann. Ciao. Euer Vari. So, jetzt habe ich einen Haufen Outtakes produziert. Und
muss mir davon erstmal. Nee. Das ist. Sowas finde ich immer kacke. Fängt aber an, irgendwann nach dem Hochfahren aufzunehmen. Hängt. Flach. Outtake.